mal die Gefühle, ne, was man dann auch so erlebt hat. Und das kommt alles aus dem Unterbewusst wieder auf die Leinwand. Und das sind ja Stimmungen, das spiegelt sich dann irgendwann auch durch Farben. So, und jetzt kommen diese Verläufe, die ich brauche. Das wird dann auch ein bisschen reduziert. Zeichnen tue ich nur auf dem Papier, weil ich möchte auch nicht in den zeichnerischen Konturen festbleiben. Entspricht nicht meine Maltechnik. Das ist jetzt Acryl. Trockenzeit ist viel schneller als bei Öl. Da muss man schneller. Licht und Schatten, das ist das Wichtigste in der Malerei. Tiefe zu erreichen, das ist für mich wichtig. Die Bilder müssen so tief sein, wie die Straßen fluchten. Ja, die Atmosphäre muss nicht zu sehr vibrieren, oder? Noch ein bisschen Flucht hier. Die gefallen mir viel besser als original. Die sind lebendig irgendwie. Ich würde beim Original wieder rangehen, also, wenn ich das sehe. Das ist umgekehrt, ne? Ich schaue erstmal, habe ich an Original angepasst. Jetzt möchte ich das Original wieder in dieses Licht ziehen. Ne? Das. So, das ist jetzt trocken. Ich finde das spannend. Jedes Bild hat so ein klein bisschen eine Veränderung, aber ich mag das.